Es gibt eine neue Karte. Schaut es euch an. Mhm. Unbedingt. Unbedingt. Es hat uns mal wieder ans Londoner West End getrieben, die Musical-Metropole, die zweitgrößte Musical-Metropole der Welt. Du musst aber auch sagen, unser Kreuzfahrtschiff ist von London abgefahren. Ja, das darfst du nicht sagen, man darf doch nicht auf Kreuzfahrt gehen. So, aber auf jeden Fall waren wir am Londoner West End endlich mal wieder im Jahr 2023 und wir geben euch jetzt die absoluten Tipps, falls ihr dieses oder auch noch nächstes Jahr nach London möchtet. Zum einen, welche Stücke sich auf jeden Fall lohnen. Und Adrian hat auch noch die absoluten Ticket-Tipps. Wie kommt ihr günstig an Karten dran? Ja. So, über was wollen wir anfangen? Fangen wir über Stücke an, Stücke. Weil diesmal haben wir was sehr anderes gemacht, sehr breit und wir kennen ja auch noch ein bisschen was in London. Genau. Wir haben ja, wir waren letztes Jahr schon in London, haben viele von den neuen Sachen schon gesehen. Das Video verlinken wir, ich glaube, wir haben ein Video gemacht. Verlinken wir einfach mal hier, falls wir eins gemacht haben dazu. Wir waren in Six drin unter anderem. Nee, das war mal am Broadway. Aber auf jeden Fall, es gibt, mein Gott, wir haben so viel gesehen. Irgendwo gibt es bestimmt ein Video dazu. So, dieses Jahr haben wir es ein bisschen breit gefächert. Wir haben unter anderem König der Löwen in London gesehen. Da möchten wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Da haben wir ein ausführliches Video erst letzte Woche hochgeladen. Es gibt eine neue Karte. Schaut es euch an. Mhm. Unbedingt. Unbedingt. Egal was. Wir hatten auch das komplette Gegenteil. Schaut euch bitte nicht an. We will rock you. Das ist hoffentlich schon abgesetzt, wenn ihr das seht. Ja, das ist also, die Story ist ja so bumsblöd. Also Musik super, Sänger super, aber Story und die Videoprojektion aus dem Jahr 1990. Egal. Können wir nicht empfehlen. Aber zwei Sachen können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Adrian fängt mal an mit Operation Mincemeat. Habt ihr vielleicht noch nichts gehört, aber ja, vielleicht habt ihr es schon gesehen, denn es spielt genau gegenüber von Frozen. Links neben totaler Frozen. Totaler Geheimtipp. Wir haben auch mal ein paar breitere Tipps dann noch gleich, also die wir machen. Ja, ja, ja. Aber Operation Mincemeat ist eigentlich irgendwie so eine zweite Weltkriegsgeschichte, Ablenkungsmanöver von den Alliierten gegen die Deutschen. Ihr denkt so, was ist das? Super lustiges Ding. Fünf Menschen auf der Bühne im Fortune Theater, wo früher Woman in White geliefen ist. Gelaufen ist. Also wirklich eine ganz kleine Show. Jeder spielt 500 Rollen. Sehr modernes Ding. Und zum Schluss explodiert nochmal das Bühnenbild. Finde ich super. Ja. Also, von der Musik her so eine Mischung aus Book of Mormon und Avenue Q. Vom Humor her auch sehr auf die, genau, Book of Mormon Richtung. Aber ganz wichtig, also alle Tickets kosten gleich. Früh buchen, sichert euch den Platz unten. Alle Tickets kosten gleich. Früh buchen unten. Oder so wie wir spät gebucht haben, sind wir im Schleppnetz gesessen. Wir saßen dritte Reihe oben, haben aber auch noch, ja, super gesehen. Es ist ein sehr gerades Theater. Das ist nicht Ding, so, dass man außen nichts mehr sieht. Mega Ding. Und gibt's auf keiner Ticketing-Seite. Absoluter Geheimtipp. Da muss man wirklich da drauf gehen auf das Theater. Die buchen das nur über das Theater. Und wird immer wieder schrittweise verlängert. Ja. Ich glaube jetzt bis Ende September. Ja, irgendwie sowas. So, dann, was mein absolutes Highlight war in London. Ich habe schon so ein bisschen was gesehen, wollte mich dann aber überraschen lassen. Guys and Dolls. Das ist ein alter Schinken, den sie jetzt aber so dermaßen neu gemacht hat, dass man auch über die etwas schwache Story hinweg sieht. Passt auf, stellt euch Folgendes vor. Ihr seid in so einer Mini-Arena, also quasi drumrum sitzen Menschen. Mitte, also so 360-Grad-Theater. In der Mitte wird gespielt. Das sieht ein bisschen aus wie auf so einem Fahrradübungsplatz. Also sie haben so Straßen drauf gemalt. Oben im Schnürboden, kann man fast schon sagen, hängen dann Straßenlaternen oder Straßenzeichen, die dann immer wieder runtergelassen werden. Und jetzt kommt das Beste. Wenn ihr, wie heißen die Plätze, die wir hatten? Immersive Standing Seats, glaube ich. Naja, Seats kann man es ja nicht nennen, weil wir standen ja. Standing Tickets, sorry. Immersive Standing Tickets. Das heißt, ihr sitzt nicht im Rang drumherum, sondern ihr steht auf der Spielfläche. So, aber dann sieht man ja die Darsteller nicht mehr. Doch, denn es gibt so Polizisten, die quasi die einen rumscheuchen, dass ihr quasi hinter irgendwelchen Straßenlinien steht. Und dann fahren neben euch Podeste hoch, auf denen dann die Darstellerinnen und Darsteller spielen und dann quasi ihr Stück fortsetzen. Ihr seid mittendrin, also quasi die Hauptdarstellerin stand mal so weit weg wie Adrian gerade neben mir und blökt da die geilste Ballade ever raus. Ja. Und ihr steht so da und denkt so, ja, sing weiter, sing weiter. Und die war sehr bekannt übrigens. Die war anscheinend sehr bekannt, ich kannte sie nicht. Celinde Schönmaker. Schön, also Niederländerin. Ja, kannte ich, aber toll gespielt. Auch die andere Hauptdarstellerin, die in dem Club aufgetreten ist, die hat, glaube ich, mal bei Dreamgirls mitgespielt. Also eine Bombencast. Orchester sitzt, ist so ein bisschen Big Band, Soul, Big Band Dings, sitzt auch im Rang. Ist es ein bisschen wuselig unten, ja, weil die Polizisten einen ja auch während des Stückes immer wieder verscheuchen müssen, weil andere Hubpodien rauf und runter fahren. Aber das müsst ihr sehen.
kauft euch die Tickets unten. Das ist das absolute Must-See. So habt ihr Musical noch nie erlebt. Und, was wollte ich sagen? Das wird gerade so ein bisschen modern, weil ich habe dir gesehen, Here Lies Love im Broadway Theater in New York hat ja auch das Theater komplett umgebaut. Und die haben jetzt auch genau dieses System mit, man ist einfach dabei, man ist immersive wirklich da so drumherum. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Trend, der so kommt. Und, lieb ich. Und Guys and Dolls wurde jetzt schon bis April verlängert. Irgendetwas, was wirklich rein. Bridge Theater, übrigens nicht West End, sondern an der Tower Bridge auf der anderen Seite, also von London, also nicht oben West End Seite, sondern auf der anderen. Danach ist auch noch Party angesagt, also die Hubpodien fahren runter und ihr könnt mit den Selfies machen und so weiter. Und mit den Tanzen dann noch. So, also ich war so drin im Geschehen, wie ich noch nie, also die Story, egal, aber dieses Drumrum. Also das unbedingt ist praktisch, wenn ihr auf einer Musicalbühne seid und da wird eben auch mal das also so ein Prop an euch vorbeigetragen und die Laternen kommen dann rein an der Seite, wir müssen ein bisschen hinweggehen. Tatsächlich, ich fand's sehr, sehr trubelig, man muss an der richtigen Stelle stehen. Am Anfang standen wir so ein bisschen im Bühnenaufgang, wo wirklich alle vorbei sind. War lustig, das mitzuerleben, aber man hat wenig mitbekommen. Man hat mir den Tipp gegeben, da wo am Anfang der Mann mit dem Hut, mit der Hutkarre steht oder Sonnenbrillen oder sowas, da stehen, weil dann guckt ihr quasi so ins Geschehen rein, dann ist hinter euch, wenn hinter euch die Big Band ist, das könnt ihr euch merken. Dann ist es super, aber muss man auf jeden Fall anschauen, aber natürlich die großen Dinge, Back to the Future läuft noch. Ja, das muss man Six, auch anschauen. Wenn ihr Karten kriegt. Six ist leider über Monate hinweg komplett ausverkauft. Wicked hat momentan eine All People of Color Cast. Na, nicht all, aber sehr, sehr viele. Ja, auch super. Also Wicked ist ja eben eine sichere Bank. Laut Adrian müsste eigentlich nur in Lion King reingehen. Also West End lohnt sich momentan sehr, auch mal in die kleineren Sachen reinzuschauen. Und Achtung, wenn ihr zum Beispiel jetzt West End Musicals googelt und dann auf der ersten Seite landet, wie Adrian gerade schon gesagt hat, da sind nicht alle Sachen drauf. Also Operation Mincemeat ist nicht drauf. Manchmal haben sie was im National Theater, da gibt es so eine Grindr Opera. Also Grindr ist so eine App, über die auch wir uns kennengelernt haben. Tada! Danke, dass du es gesagt hast. Mein Gott. Darüber gibt es ein Musical. Also es ist nicht alles auf dieser Westend-Seite aufgelistet. Ihr könnt uns aber jederzeit auf hier WhatsApp wollte ich gerade sagen. Ihr antwortet. Auf Instagram oder Facebook schreiben, wenn ihr sagt, hey, das ist mein Musikgeschmack. Das habe ich schon gesehen. Was soll ich noch sehen? Wir geben euch da jederzeit gerne Tipps auf Insta, Facebook, tralala. Jetzt kommen die Ticketing-Tipps, weil der Adrian hat nämlich alles besorgt. Genau, ich besorge ja immer alles. Michelle sagt nur, wo er hin will und ich besorge. Und dann sage ich, mach doch mal. Und weil Michelle in Insta ist und ich nicht so wirklich, deswegen muss ich es euch jetzt sagen. Fang doch mal mit Guys and Dolls an, diese Standing Immersive Stick-Dinger, also für mich, was haben die gekostet? Ich glaube, 29 Dollar, Pfund, irgendwie so, also nicht teuer. Das ist ja, da stehst du ja bei anderen Hip-Hop. Grundsätzlich, also eine Sache, wenn ihr in eine Disney-Show geht, es gibt... So, Disney-Shows, Achtung, Disney, Frozen, Show. König der Löwen oder auch... Disney Jessica hat eine eigene Ticketing-Seite am West End. Gib einfach Disney West End. Ich weiß, wie sie heißt. DisneyTickets.co.uk. Genau, .co.uk. So. Ja. Also die ist es. Und da gibt es jeden Montag wie so eine Lotterie, wo mittags, 12, 13 Uhr. Ja, also ich glaube 12 Uhr. Kommt drauf an, in welcher Zeit 13 Uhr unserer Zeit. Müsst ihr euch einfach da anmelden einfach. Und dann könnt ihr da Tickets, eben die noch übrig sind, für die kommende Woche holen. Da haben wir unsere Lion King-Tickets auch für... 29 Pfund oder was? Man saß nicht nebeneinander. Ja, aber es gibt auch nebeneinander die Tickets. Also es kommt dann eben drauf an, wann ihr das wollt. Und da gibt es sie wirklich günstig, weil ansonsten ist Disney immer schweineteuer. Eben, egal wo ihr sonst kauft, das ist das günstigste definitiv. Ihr müsst ein bisschen Glück haben, weil wenn ihr ganz hinten in der Warteschlange seid, dann ist es eben blöd. Wir haben 10 Minuten ungefähr gewartet in dieser Warteschleife und haben dann gesagt, wer zuerst dran ist. Wir waren beide. Am besten meldet ihr euch mit mehreren Geräten an, die nicht alle im selben WLAN sind. Dann habt ihr gute Chancen da auch. Nicht, was dass er das gemacht hätte. Nein, sag mir das. Ach, gar keinen Fall. So. Aber wenn ihr mehr Personen seid, meldet euch gerne mit mehreren Personen an. Und alles andere, Todaytix. Früher habt ihr vielleicht Todaytix so gekannt mit, es hat immer noch mal 10 Pfund mehr gekostet oder 20 Dollar mehr, als es eigentlich der Face Value, also der normale Preis wäre. Also hat's, TKTS nicht mehr, oder was? Hat sich komplett geändert. TKTS ist jetzt das Gute. Ihr könnt online die Tickets auch kaufen. Ganz kurz für alle, die es nicht kennen, TK Max. TKTS ist so eine kleine Ticket-Booth, keine Ahnung was, Square Theater, wo ihr quasi hingehen könnt. Und wir haben uns da mal, glaube ich, meterweise Tickets rausgelassen, weil wir gesagt haben, okay, da gehst du dann quasi hin mit einem kleinen Zettel, wo dann steht, okay, ich hätte gerne Les Mis,
am Mittwochnachmittag in der Reihe C. 2 Tickets mittig. Dann hätte ich gerne Phantom der Oper. Bla, ja, bla, bla. So, und das ist, die sind mittlerweile teurer geworden. Ja, das geht auch online jetzt tatsächlich, dass man am gleichen Tag das online also machen kann. Also sind höchstwahrscheinlich auch die gleichen Dinger wie an der Booth. Das weiß ich nicht, aber ich vermute jetzt mal. Aber generell relativ teuer. Ich weiß nicht warum. Das ist ja von der offiziellen Society London Theatre gemacht. Keine Ahnung, warum die jetzt gerade so teuer sind. Today-Ticks ist wirklich momentan das Beste, was ich empfehlen kann, weil die haben nicht nur super Rush-Angebote, also wenn ihr morgens Tickets, zum Beispiel Wicked oder so, kriegt ihr immer Tagestickets, die richtig gut sind, auch für einen günstigen Preis. Müsst ihr euch nur anmelden, ein paar Mal draufdrücken und dann habt ihr es ja eigentlich. Kriegt auch eine Benachrichtigung. Nee, wir haben sogar Tickets weit vorher, zum Beispiel wie Rugby, haben wir auch 29 Pfund bezahlt, weil einfach sehr viele Angebotswochen da drin sind. Die haben wirklich super Kontingente, super Preise, also das ist und wirklich. Ich werde zu bombardiert. Also ich kriege jede Woche kommt, jetzt ist 20% Rabattwoche, ja. Jetzt ist 2 für 1 Woche. Also Todaytix ist wirklich das, da kriegt man auch zum Beispiel die Immersive-Dinger, die waren zwar nicht rabattiert bei Guys and Dolls, aber die waren ohnehin schon relativ günstig. Deswegen eigentlich Todaytix ist so die Source, wo ich jetzt sagen würde, denn da kann man schon mal schauen. Meistens die anderen Seiten sind da immer relativ teuer. Natürlich, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt ganz spezielle Sitze haben, ihr wollt irgendwo ganz vorne sitzen oder ihr wollt irgendwo in dem besten Kreis sitzen, dann müsst ihr einfach viel Geld bezahlen und tatsächlich kann euch da TKTS manchmal bessere Sitze geben, wenn ihr Glück habt, aber nur am gleichen Tag und dann eben relativ teuer. Also da, wenn ihr was von TKTS habt und ihr habt 29 Pfund übrig, dann sitzt ihr üblicherweise relativ weit hinten und wir sind nirgendwo weit hinten gesessen. Kleiner Tipp auch noch, weil es mir gerade einfällt, wir haben König der Löwen in einer Mittagsvorstellung mittwochmittags gesehen. Hinter uns waren, ich habe es gezählt, 15 Schulklassen. 15 Schulklassen, das sind 15 mal 20, also locker 300 Kinder, die hinter mir saßen. Es war ein Gewusel und ein Geschrei, aber Respekt an die ganzen Lehrerinnen und Lehrer, die hatten die Belger im Griff. Also wirklich. Aber das mal sehr gut erzogene Kinder, kann ich nur noch mal sagen. Also in Deutschland sitzen 2 Kinder als drin und die schreien die ganze Zeit. Und da können 500 Kinder bei Frozen, bei Lion King oder so drin sitzen. Und die halten sich echt immer super. Apropos Benehmen, Publikum, also in Deutschland nimmt es gerade echt überhand mit. Wir filmen mal in der Vorstellung mit. In London habe ich es nicht. Schlussapplaus einmal. Ja, aber ansonsten nix. Da ist aber auch das Personal auf Zack. Also das ist so ein Wechselspiel, ne? Das ist nochmal ein Thema für sich, aber das Personal kommt dann wirklich Deswegen, unser absoluter Tipp, geht nach London, so günstig könnt ihr kein Musical sehen. Leider ist das Problem, dass die Hotelpreise momentan absurd sind, würde ich sagen. Also wirklich völlig. Da haben auch viele gefragt, in welche Hotels wir gehen. Das ist eigentlich bums egal. Ihr geht auf booking.com oder wie die ganzen Portale heißen und guckt einfach nach einem günstigen Hotel. Irgendwie, dass ihr innerhalb von 30 Minuten reingelaufen seid. Guck mal, Premier Inn hat manchmal echt gute Angebote dabei und es sind auch nicht ganz außerhalb. Aber London momentan, das, was ihr echt günstig an Tickets abstaubt, zahlt ihr mehr im Hotel. Sorry für das, aber ihr habt eine mega Auswahl. Immer noch günstiger als in New York. Da zahlt ihr momentan $120 locker bei Tickets. TS jeden Tag für ein schlechtes Ticket plus dann nochmal 300 Euro die Nacht. Und jetzt kommt noch der absolute, also wir sind ja schon am Ende, würde ich sagen, jetzt kommt noch der absolute Pro-Tipp. Adrian ist ja seit neuestem Veganer oder er versucht immer mehr vegan zu werden, finde ich auch super. Soll jeder machen, was er will. Achtung, den besten veganen Burger gibt es bei... Oh, Shake Shack hat einen sehr, sehr guten veganen. Der hat echt geil geschmeckt. Also wirklich, ohne Witz. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es war super lecker. Miso, Bulgur und ihr Netz. Ach, hast du jetzt bei der Hotline schon angerufen und nach dem Rezept gefragt? Nee, das stand auf der Webseite. Also, falls jemand bei Shake Shack arbeitet, Adrian hätte gerne das Rezept für die Bulette, die da drin ist. Soviel zu unseren Tipps. Nächstes Jahr sind wir bestimmt wieder dort und dann gibt es weitere Tipps. Bis dann, wenn ihr noch Tipps habt, immer hier runter kommentieren. Insta, Facebook und YouTube sind wir immer noch. Achtung! Und was ich euch auch noch sagen kann, wenn ihr jetzt sagt, haha, ich fliege doch jetzt nicht immer so nach London, ich gucke mir lieber Musicals in Hamburg an, ist ja die drittgrößte Musical-Metropole der Welt. Auf unserem Instagram-Kanal kommt bald was, dass wir euch regelmäßig auch Tipps geben über Hamburg und Musicals und dem ganzen Drumherum, was wir sonst noch erleben können. Sind wir ja häufiger. Ja, weil wir da ja bald wohnen, deswegen sind wir dann ja die absoluten Musical-Pros, was Hamburg angeht und werden euch da definitiv wöchentlich auf dem Laufenden halten, falls ihr Musical-Wochenende plant. Ich kann lange nicht mehr so das Gesicht halten, aber das soll der Staunen sein. Das sieht aus wie Tanja bei Mama Mia. So, ja, also folgt uns auch auf Instagram, da gibt es dann regelmäßig, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Wir mal gucken, aber es gibt auf jeden Fall wöchentlich Tipps für Hamburg.